Grüß dich, servus bei Andershof, bei der Familie Gabel in Wald im Pitztal. Bei uns bei Andershof gibt es den Weg der Sinne, Tastkästen, Riechkästen, einen Kräutergarten, es gibt Tiere und wir haben sogar einen eigenen Hofladen, wo wir die Produkte verkaufen. Wir haben Obstbäume, die wieder weiter verarbeitet werden zu Schnaps, wo man den Schnaps natürlich brennt. Und dazu gehört auch eine Schnapsbrennerei. Bei uns am Hof gibt es das Schnapsbrennen schon seit Generationen. Und zwar war das dort einmal schon um die 1750. Da hat ein Andreas Wölfater gewohnt. Darum kommt da unser Hofname anders. Und da gibt es eigentlich schon seit dort her, brennen wir eigentlich schon Schnaps. In den letzten Generationen hat der Großvater von mir schon Schnaps gebrannt, der Vater eben schon Schnaps gebrannt. Und jetzt geht es eigentlich in die jüngere Generation, wir machen das natürlich weiter. Ja, wir haben ca. 20 verschiedene Schnäpse und Liköre. Einer davon ist die Zirbe. Die Zirbenzapfen holen wir gemeinsam vom Berg. Dann wird er zu Hause weiterverarbeitet zu einem Brand oder zu einem Likör. Und der ist sehr beliebt bei Einheimischen sowie auch Gästen. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen was gehört von Andershof. Wir, die ganze Familie, taten uns gefreut, wenn ihr vorbeischalten tatet, dann kann man einen Likör oder einen Schnaps einmal verkosten. Prost! Prost! Prost!